So, dann herzlich willkommen nochmal zum JFD Live bzw. Analyse-Service. Von mir werden Sie jetzt nicht das ganze Crash-Szenario hören. Das bekommen Sie ja überall geboten, NTV, Handelsblatt etc. was. Also für mich ist der DAX erst einmal sehr gut abgesichert. Aber wie immer hier das ganze Video und die Analysen stellen natürlich keine Anlageberatung dar. Und ja, jeder ist für sich und den Schaden eventuell selbstverantwortlich. So, aber jetzt kommen wir erstmal zum DAX. Erstmal kleiner Mini-Rückblick von letzter Woche. Montag haben wir uns hier bei JFD ganz zurückgehalten. Am Dienstag wurde hier ein Long Trade eben gestartet, nachdem hier dieser Trendkanal, der hier schon ewig auch eingezeichnet ist, exakt angelaufen worden ist. Und dann wurde hier bei knapp dem Tief Long Position mit 100 Punkte Stopp eingegangen und dann eben bei 70 und einmal bei einer 90, glaube ich, war es, oder 80 und 110 Punkten. Oder knapp 110 Punkten daneben im Stream angegeben, wo die Verkaufspunkte lagen. Anschließend war ja, der DAX eher natürlich bärisch, also gab es keine neuen Setups und eben dann hier nach diesem Tag am 7.1. war diese einzige Marke hier unten noch eingezeichnet, das war ein Fibonacci Retracement. Von dort aus lief dann der DAX hoch, wurde jetzt hier speziell im Stream keine Long-Position eingegangen, weil eben hier auf diese untere Marke eben noch spekuliert worden ist, dass hier womöglich ein belastbares Tief dann stattfinden kann und vielleicht auch wird. Diese Marke war eben resultierte sich aus Wochenunterstützung und eben einer Gap-Kante, die leicht eben nur auf dem Level liegt. Die liegt noch ein Stück tiefer. Schauen wir dann im neuen Chart an, den ich daneben erstellt habe. Sonst hier der Wochenchart ist natürlich jetzt komplett zerstört worden, aber nichtsdestotrotz gibt es eben in meinen Augen eine wunderschöne Unterstützung. Diese resultiert, also wenn man jetzt auch nur diese Trendlinie hier einzeichnet, da würde man eben auch auf dieses Level von 6040 etwa kommen. Oder eben hier unten, und da liegt dann auch noch ein neuer Fibo-Widerstand, der wirklich exakt an dem Gap Close würde hier bei 9.560 Punkten liegen. Also hier sind 100 Punkte im DAX extrem abgesichert. Nachbörslich stehen wir eben schon 100 Punkte tiefer bei 9.750. Also was jetzt alles in der Nacht eben noch wieder passieren kann, da habe ich mich ja auch immer wieder in den Videos oder an den Analysen eben festgezurrt, dass man eben erst am nächsten Tag wirkliche Aussagen treffen kann, weil halt China und die asiatischen Märkte sehr sprunghaft waren, positiv ausgedrückt. Also, wenn jetzt hier auch China jetzt noch keine Weltuntergangsstimmung dann eben zeigt, mit wirklich nochmal Abgaben jenseits 5% minus, dann sollten wir hier im DAX höchstwahrscheinlich werden wir hier dann abprallen. Die absolute Marke, wo ich dann auch, für mich gibt es eben ab dem Level so gut wie auch überhaupt keine Unterstützungszonen mehr. Also sollten wir auf Wochensicht die 9.350 nach unten durchbrechen, dann wäre für mich eben auch dieser
Index nicht mehr bullisch, beziehungsweise dann muss man wirklich auf untere Kursziele achten. Ja. Aber die Marke hat natürlich auch sehr jeder fast drinnen, weil die natürlich auch aus einem hier direkt an den Tief eben resultiert, aber die hat auch noch eine andere Bedeutung. Also ganz easy, Montag, Dienstag sollte hier definitiv, nicht definitiv, müssen die Bullen eigentlich hier zurückschlagen, sonst sieht es wirklich bitter aus. Aber ich halte nichts noch von den Crash-Szenarien, die fast jeder von sich gibt. Das war's dann erstmal zum DAX. Ich werde noch morgen ein paar Setups für oder beziehungsweise eben noch die DAX-Aktien besprechen, die Big Player.